Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Wir werden noch mehr und starten dann auch gleich mit dem Programm. Seid ihr hyped? Hallo zusammen. Wow, wahnsinnig viele Menschen heute hier. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sprechen darf und ich freue mich sehr, dass so viele Menschen hier hingekommen sind. Danke. Ich bin Alex vom Bündnis Alle Dörfer bleiben Rheinland. Wie viele andere Menschen bin ich aktiv im Widerstand gegen den geplanten Tagebau Garzweiler und setze mich zusammen mit anderen Menschen dafür ein, dass die Dörfer gerettet werden und lebenswert bleiben. Ich wohne im sogenannten Grubenrandgebiet. Das sind drei Häuser mitten im Feld. RWE plant weiterhin, 6 Dörfer für Kohle zu zerstören und schafft weiterhin Fakten. Die Landesregierung hat in ihrer letzten Leitentscheidung RWE die rechtliche Sicherheit dazu gegeben. Eine Legitimation der Zerstörung. In Zeiten von Waldbränden, Überschwemmungen im globalen Norden und Hungersnöten im globalen Süden hält die Landes- und Bundesregierung am Klimakiller Kohle bis 2038 fest. Für eine Energiepolitik, die wissenschaftlich nicht mehr tragbar ist, sollen Menschen ihr Zuhause verlassen und zwangsenteignet werden. Der Bagger frisst sich jeden Tag mehr in die Landschaft. RWE zerstört weiterhin fruchtbare Ackerböden und Infrastruktur, wie im letzten Jahr durch den Abriss der L277. Durch die nahenden Bagger vor Lützerath und Keinberg werden die Menschen, die noch in den Dörfern wohnen und bleiben wollen, weiter unter Druck gesetzt, sich dem Willen RWEs zu beugen. Das Dorf Lützerath war im vergangenen Herbst von Rodungen und Anfang des Jahres von Abrissen von Häusern betroffen. Nach den Rodungen und Abrissen erkannten meine Kinder den Ort nicht mehr wieder. Der Landwirt Eckart Heukamp wohnt noch dort und geht gerichtliche Schritte gegen die von RWE beantragte Zwangsenteignung. Er sieht nicht nur den Bagger näher kommen, sondern wenn er auf dem Fenster schaut, sieht er die Zerstörung, die brache Landschaft, auf der vorher alte Gutshäuser und wunderschöne Bäume standen. Ständig fallen ihm Ziegel vom Dach, weil sein Hof ohne Schutz dem Wind ausgesetzt ist. Ich dachte eigentlich, dass ich mich mittlerweile an die Zerstörung gewöhnt habe. Die Dörfer, durch die ich als Kind mit dem Bus fuhr, sind bereits im Loch verschwunden. Der Immerather Dom und die Immerather Mühle, Wahrzeichen für unsere Region, für immer in Schutt gelegt. Doch bei jedem Baum, der fällt, bei jedem Haus, das verschwindet, wird mir ein Stück Erinnerung und Kindheit weggenommen. Wenn ich vorbereitet bin, trifft mich das Ausmaß der Gewalt immer wieder. Wie soll ich meinen Kindern das Prinzip von Demokratie erklären, wenn ich das Gefühl habe, dass es der Landes- und Bundesregierung nur noch um die Profitinteressen eines Konzerns geht? Trotz all der Zerstörung konnte aber etwas wachsen, und zwar der Widerstand. Die vielen Solidaritätsbekundungen, die uns erreicht haben, die Menschen, die zu unseren Demos kommen oder zu unseren Dorfspaziergang, es gibt uns sehr viel Kraft. Mit der Mahnwache Lützerath, unser aller Wald und Lützerath lebt, sind wir vor Ort nicht mehr allein. Lützerath ist die 1,5 Grad Grenze. Wenn der Tagebau, wie von RWE und der Landesregierung geplant, weitergeführt wird, kann Deutschland oder will die 1,5 Grad Grenze des Pariser Klimaabkommens nicht mehr einhalten. Wir bitten euch, unterstützt unsere Petition auf WEACT. Sie heißt, kein weiteres Dorf mehr für die Kohle, für Klimagerechtigkeit hier und überall. Sie richtet sich an die zukünftige Bundesregierung und wird in den Koalitionsverhandlungen übergeben werden. RWE plant Lützerath in diesem Herbst komplett zu zerstören. Ab dem 1.10. sind die Rodungen legal und es wird damit begonnen werden, Bäume zu fällen. Wir werden uns dem in den Weg stellen und zusammen an Eckart Heukamps Seite Lützerath verteidigen. Wir sind nicht mehr allein. Es gibt einen breiten und vielfältigen Widerstand. Solidarität ist unsere Stärke. Nach Lützerath und schließt euch den verschiedensten Aktionsformen an, damit Lützerath und alle Dörfer bleiben, hier und weltweit. Ja.
Das letzte bisschen Redezeit möchte ich für Grußworte verwenden. Und zwar, es grüßen euch ganz herzlich die Mahnwache Lützerath, unser aller Wald und Lützerath lebt. Und ich habe ein paar Worte von Lützerath lebt und unser aller Wald mitgebracht. Und die werde ich jetzt verlesen. Die ZAD Rheinland wurde ausgerufen. Eine Zone des Widerstands und ein Ort solidarischer Beziehungen. Die Entscheidung von Klimagerechtigkeit wird nicht bei den Wahlen getroffen. Sie wird von links unten ausgefochten. An all den Orten, wo der fossile Kapitalismus unsere Lebensgrundlage zerstört. Sei Teil der Verteidigung dessen, was uns Leben gibt. Kommt diesen Herbst nach Lützerath und zeigt mit uns zusammen, Lützerath lebt. Wir sind Teil einer globalen Bewegung, die sich nicht mehr aufhalten lässt. Wir sagen, alle Dörfer bleiben, weltweit. Und wir hören nicht mehr auf zu kämpfen, bis alle gut leben können, weltweit. Vielen Dank.